Ja. Vor allem Vince ignoriert. Ja, boah, Entschuldigung. Ja, Das ey, Spiel ist so vertieft. Nee, Vincent ignoriert konsequent alles, alles Das und ist ja immer, und gar nicht ich so so. auch. Ich habe das Gefühl, ich muss. Ich glaube, Vince, ich gebe dir einfach das Layout von dem Chat, was wir hier haben, weil ich habe das Gefühl, du kannst ihn schneller lesen. Jetzt mal, ist nicht böse gemeint. Ich glaube, ist die Ja. Font beim anderen zu klein oder so? Ist ja auch viel Oder? angenehmer, ja. Der ist Ja, vor allem. größer. Nee, das liegt wahrscheinlich, weil er jetzt echt größer ist, Er ist ne? größer und Weil er ich ist kann. animiert und. Der ist animiert, Du weißt aber auch, dass du in OBS den Chat auch größer machen Ich kannst, glaube, ich ne, sollte den alter mal Mann? größer machen, weil ich werde schon Ja, alt. Nee, vielleicht. ohne Scheiß, Größer ist immer besser. ich will nicht sagen, aber wirklich, gestern Abend saß ich noch am Rechner und dann musste ich so meinen Laptop, ne? Also, warte, ich Und deine hab Maus ist weggefallen, gell? Ja, Sag's doch, wie genau, es nee, ist. aber so hatte ich meinen Laptop. Ich hab, Die Maus, Alter, ich Alter. sehe nicht. Ich sehe. Warte mal, hä? Ich hatte Warte. meine Brille vergessen mitzunehmen und dann war es wirklich so. Ich kann das nicht Boah, jetzt kann ich es lesen. lesen. Ich kann es lesen. Also, das ist eigentlich ein Zeichen dafür. Ich muss nochmal zum Ja. Augenarzt tatsächlich. Also, Bist du es ist echt. weitsichtig oder was? Auf die Technik kommt es Nee. an. Hä? Nee, nee. Nicht? Nee. Also, Aber das wieso war, musst du ich glaube, das war so das allererste, was mein Chat mal gesagt hat. Andi, du kannst, glaube ich, Mach den den Chat Pin gerade größer. mal Du lösen. sitzt da immer so. Nicht, nicht, du, Entschuldigung, ich meinte den Andy. Heißt der Ach so. Andy, der Mod? Ja, Okay, dann sage ich Weihnachtsfeier Andy und Andy ist Andy. das Sorry, Andy. sorry. Bin Entschuldigung. ich ein bisschen verwirrt. Ja. Und damit wir auch hier uns Brille, nicht ja. gegenseitig verwirren. Also, ich meine jetzt Mod Andy. Danke dir. Brille. Wollen wir mal Vielen Dank. weitermachen? Yes. Gut. Ja. Yes. Wie gesagt, jetzt kommt leider ein bisschen wieder bisschen Tension in das Spiel, weil wir müssen ein bisschen denken und leider ein bisschen sehr viel. Wir spielen Maulwurf Crisis. Wer ist der Danke dir für Maulwurf? deinen. Hast du nicht schon vorhin oder hast du gegiftzappt vorhin? Hast du nicht vorhin schon? Nee, hast du nicht. Ach nee, du hast vorhin die On-Stream-Message. Danke dir für deinen Sub. Maulwurf spielen wir. Dieses Spiel, jetzt müsst ihr bitte gut aufpassen, weil das Spiel ist leider Gottes ein bisschen komplexer, aber wenn man es mal verstanden hat, ist es machbar. Noch komplexer. Nee, pass auf. Sechs Objekte, sechs Personen quasi. Oh! Tisi, danke. Tisiaka? Wie spricht man das denn aus? Vielen Dank auf jeden Fall für den Cheer. Mega. Hatte ich auch noch nie, glaube ich. Nee, Sechs stimmt nicht. Objekte. Sechs Objekte, was? Nein. Also, Hast du sechs Dinge, sechs Personen, sechs Sachen halt. Sechs, ich habe es als Objekte genannt, weil sind im Panel, werden wir gleich sehen. Fünf davon sind legit, die gehören dahin. Und einer ist der Maulwurf. Ich sage euch natürlich nicht, was das Kriterium dafür ist. Es kann natürlich durchaus auch sein, dass es ein anderes Kriterium gibt, was vielleicht eins dieser Objekte nicht zum Reinpassen bewegt. Aber das ist in etwa so, wie man sagen würde, wir haben sechs Geheimagenten, ja, und von denen ist einer Maulwurf, aber irgendeine andere Person von denen ist die einzige aus dieser Runde, die kein Billard spielt. Das wäre zwar auch ein Ausschlusskriterium, aber deswegen ist sie nicht der Maulwurf. Sie ist der Maulwurf wegen irgendwas anderem. Okay, verstanden? Also geht es um Mustererkennung. Es geht um Mustererkennung. Kannst du What? mal. Es geht irgendwie im Prinzip um sowas ähnliches wie Mustererkennung, genau. Ihr kriegt diese sechs Begriffe, fünf passen zusammen Gott, und wie der lange ist sechste das her, passt ey? da nicht rein. Wie Okay. gesagt, wenn ihr etwas findet, ein Objekt nominiert, was auch nicht reinpasst und eine gute Begründung dafür habt, die aber nicht der Grund ist, warum das ein Maulwurf ist, dann zählt es leider nicht. Das ist das Schwierige daran. Das heißt, also es Okay. kann durchaus auch sein, wie gesagt, ne, was ich gerade gemeint habe. Sechs Personen listest du auf, einer davon ist halt bei den Geheimagenten ein Spion von einem anderen, aber eine andere Person ist die einzige, die kein Billard spielt. Ist ein krasses Beispiel, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine, ja? Nur weil die bei einer Person die einzige ist, die kein Billard spielt. Ja, das ist ein Ausschlusskriterium, deswegen ist hier aber nicht der Maulwurf. Mars, und vielen Dank für die 330 Bits. Boah, das ist jetzt echt auch Haben wir ein Beispiel? Interpretationsfrage, ne? Vielen, vielen Dank. Beispiel? Wir haben ein Beispiel, ja? Wir haben ein Beispiel. Ich zeige es euch gerade fix, ja? Machen wir erstmal das Logo weg. Also, gucken wir es uns mal an. Das wäre so ein Panel. Dieses Spiel ist übrigens ein Buzzer. Syrien. Dieses Spiel ist ein Buzzerspiel. Das heißt also, euer Buzzer ist freigegeben. Oh. May war die erste. Du Oh. dürftest jetzt sagen, wen du einloggst. Muss ich das sagen oder Ja, das draufdrücken? sagst du mir. Jürgen. Jürgen, warum? Sag mir noch die Weil das der Begründung. Einzige ist, Ist ein der mit J Arschloch. anfängt. Weil das der Ist ein Einzige ist, der Arschloch. mit J Arschloch. anfängt. Genauso ist es. Ist richtig. Ist der Maulwurf. Ihr habt jetzt schon gesehen, bei May hat sich die Leiste Okay. gefüllt unten mit fünf kleinen Pünktchen. Fünf sind auch das Maximum aus dem einfachen Grund, weil fünf legitime Personen drin sind, ne? Also fünf hingehörende Ah. Objekte. Wenn ihr einen falschen Maulwurf beschuldigt, dann schenkt ihr allen anderen einen Punkt
Und dieser Punkt ist dann weg. Das heißt, dann gibt es für eine richtige Antwort nur noch 4. Oh, scheiße. Und die Option ist raus. Wie die Punkteverteilung abläuft, sage ich euch jetzt noch. Also, wie gesagt, deswegen sage ich ein bisschen komplexer. Ja, halber IQ-Test, genau. Es ist leider so, aber wenn man es mal verstanden hat, läuft's. Die Punkteverteilung ist wieder ein Personenvote. Also, ihr seht die Objekte, lieber Chat, und ihr könnt dann, habt dann sogar 10 Sekunden mehr, es sind dann 30 Sekunden. Das passiert übrigens automatisch. Also, sobald das Panel auftaucht, könnt ihr schon direkt schreiben. Instant. 30 Sekunden. Ihr votet wieder, ne, wer keine Punkte kriegen soll, gegen wen ihr seid. Und letzten Endes kriegt ihr quasi den Anteil, wie voll euer Balken ist. Also, ne, 5 Punkte heißt, ihr kriegt alle Punkte. 4, 80%, 60, 40, 20, 0. Ne? Fünfer Schritten. Also so Fünftel Alright. Schritten. Ne? Klar, soweit? Bedenkt bitte, wenn eine Person dreimal buzzert, dreimal falsch macht, dann haben alle anderen 3 und du immer noch 0. Von diesem Pünktchen, ne? Und es gibt nur noch 2 dann, also selbst wenn du es dann richtig machst, hast du im Endeffekt durch das Rumgebassere den anderen mehr Punkte gegeben als dir selber. Dann hängt es natürlich wieder vom Vote ab. Genau. Nochmal als Erinnerung an alle auch, die dazugekommen sind, herzlich willkommen. Falls ihr am Anfang noch nicht da wart, freut mich und uns, glaube ich, auch alle, dass ihr da seid. Ich habe es eben in der Pause nochmal vergessen zu sagen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, finde ich mega, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr zuschaut und mitmacht vor allem. Ziemlich cool. Jetzt könnt ihr wieder auch wieder 1 bis 4 schreiben. Ihr könnt aber auch die Namen benutzen, die unten im Panel stehen. Ich weiß gar nicht, ob Feldi geht. Das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das mit eingebaut habe. Einfach Jürgen. Warum ist Jürgen nochmal rausgefallen? Weil mit dem J anfängt. Das auch weil er mit J anfängt, genau. So, genau. Gibt's nein, ich dachte, das war irgendwas um die Ecke. Okay. Nein, das war der. Doch, okay. Feldi geht. Okay. Feldi funktioniert. Feldi könnte auch schreiben. Ja. Okay. Genau. Und ich sag euch lieber nicht, was bei Vince alles noch möglich ist. AsiMausi69@hotmail.com. Nein, also nochmal zum Zusammenfassen, ja? Hier, Andi, nochmal zu deiner Frage. Jürgen war es, mit J, ja, hätte man auch zum Beispiel die Begründung nehmen können, weil er der Einzige ist, der einen Umlaut hat. Wäre zwar nicht der Grund gewesen, wäre aber dann zufällig trotzdem Jürgen. Wenn du jetzt zum Beispiel Anita nimmst, weil, was weiß denn ich, das, oder sagen wir, Alfred, weil es der einzige Männername ist, der nicht auf M oder N aufhört. So einen ganz blöden Grund, ja? Oder vielleicht was Besseres findest, ja? Was wirklich legit passen würde. Und das ist nicht der Grund, warum das der Maulwurf ist, dann ist es leider verkehrt, auch wenn es ein Ausschlusskriterium ist, was nur auf dieses eine Objekt zutrifft. Aber es ist offensichtlich erkennbar, ne? Naja, ich sag mal so, es ist, wenn du den Grund weißt, relativ offensichtlich. Ich sage übrigens, deswegen hätte ich gerne, dass ihr mir die Begründung dazu sagt, ihr müsst es nicht machen, okay. Aber wenn ihr es tut, dann kann ich euch sagen, ob die stimmt oder nicht. Das werde ich tun. Und übrigens, sobald 3 aus dem Spiel sind, 3 falsche, also 3 eigentlich richtige, werde ich euch tatsächlich auch das gesuchte Panel sagen, also das Pattern, nachdem wir gehen. Dann sage ich es euch, nach dem Hälfte quasi. Also ab dem Punkt im Prinzip, ab dem man weniger Punkte kriegen kann als die Hälfte. Da sage ich es euch dann. Gut, dieses Spiel braucht viel länger zu erklären, als es tatsächlich zu spielen, befürchte ich mal. Also May, du hättest jetzt, ich mach mal gerade ganz kurz die Votes von eben, da kann ich gar nicht, ich mach mal gerade einfach random Votings, ja. Also das ist jetzt nicht echt, was wir sehen als Votes. Wäre es so gewesen, würdest du jetzt tatsächlich die 73 Punkte hundertprozentig kriegen, ja. Hättest du einmal falsch gebuzzert und danach einmal richtig, hätte es so ausgesehen, ich mach das gerade mal manuell, ja, dann hättest du nur noch 80% von deinen Punkten gekriegt und alle anderen 20. Okay? Jetzt verstanden das Prinzip? Okay. Gut, alles klar. Ja, dann sehen wir. Wir schauen einfach mal. Ihr Lieben, denkt bitte dran im Chat. Ihr seht die Begriffe und votet instant. 1 bis 4, ihr schreibt die Namen. Pumpe. Sobald ich hier sage ich nicht Voting Start, hier sage ich einfach nächste Kategorie. Ihr könnt direkt buzzern. Ich werde allerdings erst nach den 30 Sekunden auflösen, ob es stimmt oder nicht. Ja, May ist direkt dabei, aber du kannst mir auch schon sagen, was du meinst. Ich würde jetzt sagen Ariel, weil das nicht 2 Wörter sind. Ariel, weil es nicht 2 Wörter sind. Ich warte noch kurz, bis das Chat-Voting durch ist. Weil die können sich noch umentscheiden und ich möchte jetzt nicht schon direkt sagen, richtig oder falsch, dass die alle gegen dich gehen, bevor wir auflösen. Ne? Das möchte ich nicht haben. Naja, du... ich mache auch einmal. Ja, komm, macht alle. Ja, jetzt haben wir es. Ariel, weil es nicht 2 Wörter sind. Vielen Dank, lieber Chat. Eure Votes sind fertig. Ist eine interessante Begründung, wäre tatsächlich auch gut, ist weder die richtige Begründung noch der Maulwurf. Buzzer ist direkt wieder live. Buzzer läuft direkt wieder. Also sobald als falsch revealed wurde, könnt ihr auch direkt wieder, ne? Hm.
Denk bitte, wir sind Andi. Timmy Turner ist nicht Disney. Timmy Turner ist nicht Disney. Nee. Die Begründung ist es nicht. Aber Timmy Turner ist richtig. Was? Ich hätte jetzt gesagt, Pippi Langstrumpf ist nicht Disney. Der es Claim. Das Einzige, was nicht der Name der Serie ist. Ich hätte gedacht, ist, das wäre ein Disney. Das ist, tatsächlich, nicht, das ist tatsächlich nicht richtig. Er kriegt volle Punktzahl jetzt für das, was er gewotet hat. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Chat jetzt denkt, ne? Also wie viele Leute gewotet haben. Und Feldi und Vince kriegen 20% ihrer Votes. Ich sage euch tatsächlich den Claim. Es ging um Filmcharaktere mit roten Haaren. Oh mein Gott. Ich weiß aber auch nicht, wer Alfredo Linguini ist. Ja, das war ein bisschen eine Falle. Der ist aus Ratatouille. Ja, natürlich, klar. Klar. Ja, ich hatte irgendwie dunkel. Okay, wir schauen mal kurz, ganz kurz. Pass auf, wir gucken ganz kurz auf euer. Ja. Aus dem Film mit Johnny Depp, ne? Oh, Mina auch nicht schlecht, ja. Mina auch nicht schlecht. Die Johnny Depp-Version, oder? Die Herzkönigin. Ja, genau. Achso, aber die Originale doch auch, oder nicht? Die Alice im Wunderland nicht, also die Disney-Version. Ach so, okay. Ja, gut. Also die Herzkönigin hat auch keine. Wir schauen trotzdem. Haare. Doch klar, sicher. Natürlich. Die Herzkönigin hat rote natürlich. Haare, die hat doch schwarze ja, Haare. Nein, ja, im nee, ja, die Echtverfilmung. Es geht die um die Echtverfilmung. Die heißt aber, Original heißt sie auch anders tatsächlich, glaube ich. Ja. Ist auch egal. Ja. Komm, kommen ja noch ein paar Begriffe. Jetzt nicht ärgern. Rote Haare sind voll gut. Wir schauen mal auf die Votings, komm. Oh, Vince, guck mal, du kriegst nur 20%, wow. Aber immerhin von 96 Punkten, das sind ja immerhin auch schon mal eine Menge Punkte, ganz ehrlich. Da hast du... Oh, danke schön. Guck mal, du hast mehr Punkte gekriegt, als gedacht. Nein, Quatsch. Nein, Blödsinn. Gut, lieber Chat, seid bereit. Nächste, Peter Pan hat rote Haare, ja. Nächster Begriff, los geht's. Ja. Und lasst euch vielleicht ein Tickchen, ihr könnt euch ruhig ein bisschen Zeit lassen mit eurem ersten Buzz, weil wie gesagt, am Anfang ja noch gewotet wird. What the fuck? Guck mal, die Votes, ja, dein Buzz ist registriert, warte noch kurz bitte, bis durch ist. Nee, keine Ahnung. Okay. Deswegen, ja, ich weiß, jetzt ist leider, das Problem ist leider, auch wenn ihr buzzert, dann ist das Overlay auch vor der unteren Reihe Inhalte, also vielleicht sollte ich das so machen, dass ich den Buzzer einfach erst aktiviere, wenn das Voting durch ist. Was sagt ihr? Wäre das besser? Also Voting ist jetzt durch, also jetzt kannst du mal einloggen, Feldi. Was sagst du? Okay, ich würde sagen Nest. Nest. Weil das das einzige Wort ist, was Deutsch und Englisch ist. Oh! Das ist ein, ja. Schola, ich überlege gerade. Watze. Matsch. Ich spiele gerne im Matsch. Naja, nee, also das ist ein schönes Matsch. Leider weder Begründung noch. Na gut. Oh, da macht Andi direkt weiter. Ja, Bruder. Ich denke, das sind Apps oder das sind irgendwie Programme, aber Waze kenne ich, Maps kenne ich, Keep kenne ich, ich glaube Skoda. Ah! Skoda, okay, ich logge Skoda ein, ich hab's gesagt. Du hast Skoda gesagt, Skoda ist eingeloggt. Magst du, deine Begründung wäre, weil das keine App ist. Oder was meinst du? Gehe ich gleich drauf ein, Mina. Wenn ich das jetzt schon sage, dann wird's zu einfach. Okay, komm. Weil's Apps sind. Also, du gehst zumindest in die richtige Richtung mit deinem Claim. Das ist es nicht, aber Skola ist leider nicht im Anruf. Oh! Jetzt, sag mal, ihr beiden habt's aber auch, ne? Selbe Begründung, aber es ist Keep. Weil das selbe Begründung, aber es ist Keep. Selbe Begründung. Ich hatte eigentlich auch nicht gesagt, die Begründung ist es. Ich hatte gesagt, es geht in die gute Richtung. Aber Keep ist leider eine Software. Aber das ist auch nicht die Begründung, ihr Lieben. Stopp, bevor ihr jetzt. Okay, Mate. Ich wollte eigentlich den Claim sagen, aber jetzt mach. Nee, mach. Also ich würde. Wie gesagt, ab der Hälfte gibt's den Claim. Also die sind jetzt raus. Also ich hätte jetzt vielleicht gesagt Match, weil das keine Map-App ist. Also Google Maps ist ja eine Map und Waze ist ja auch eine Routen-App. Okay. Nie gehört, Mann. Wenn das jetzt stimmt, May, du hast 3 Punkte gekriegt, dadurch, dass du alle anderen Fail-Buzz-Punkte bekommen hast, würdest du 5 und damit volle Punktzahl kriegen. Weil 2 sind ja noch über 2 korrekte.
Deine Begründung, so viel kann ich dir sagen. Wir räumen mal auf, weil das, was raus ist, ist ja schon legit, als legit confirmed. Oh, Werbung, wir haben Werbung. Dann warten wir kurz. Ziehen wir die machen wir es wie Wer wird Millionär. Ziehen vor der Auflösung noch in die Spannung. Meine Pumpe geht gerade, Alter. Ich weiß nicht, ob mein Herz das gerade verkraftet wird. Alter, scheiß Werbung, Alter. Das kannst du jetzt okay, nicht dann machen wir so. Dann machen wir währenddessen die Musik mal ein bisschen anders. Mögt ihr auch so sehr den Kampf der Chaoten? Dann kauft jetzt unseren Merch! Nur hier unter merch.kdc.com. Nein, wir haben überhaupt kein... Nein, nicht draufgehen. Ich weiß nicht, was kdc.com ist. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es... Die Domain haben wir nicht. Ist Werbung... Werbung am Ende. Okay, alles klar. Perfekt. Wenn Werbung vorbei ist, dann das war's mit der Unterbrechung. Auf Wiedersehen. Gut. Zurück zur Spannung. Vielen, vielen Dank, Christian, für deinen 300 Bits. Mega. Scheiße, danke für die geile Quizshow. Gerne, gerne, gerne. Danke fürs Dabeisein, ihr Lieben. So, okay, also, Keep, Andi, ist eine App. Keep habe ich sehr viel benutzt in meinem Leben, ist nämlich Googles Notizen-App. Scholar habe ich in den letzten Wochen auch sehr viel benutzt, ist nämlich Googles wissenschaftliche Textesuch-Engine. Welche? Was? Die Engine zum Suchen von wissenschaftlichen Texten von Google. Scholar, ist Google Scholar, oder? Ja. Nest ist ein Smart-Home-Einbettungssystemdienst von Google. Ja. Maps ist ein Navigationsdienst von Google. Okay. Waze ist eine Fahrassistenz-App von Google. Match ist der Maulwurf, May. Sehr, sehr schön. Stark. Stark. Alter. Damit kriegst du volle Punktzahl. Es ging um Google-Dienste tatsächlich. Deswegen sagte ich, Andi, es ging in die richtige Richtung. Aber es war halt leider nicht Apps, sondern es ging nur um Google-Dienste. Umsonst nix. Ja, krass. Und jetzt, May, kannst du dich noch mehr freuen. Du hast nur 8% Votes. Das heißt, du kriegst jetzt 92 Punkte. Alle anderen kriegen zwar auch ordentlich was, aber du hast richtig stark abgesagt. Du kriegst die vollen Punkte drauf und gehst damit für dieses Spiel sogar aktuell in Führung. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool. Gut, lieber Chat, aufwachen. Ihr seid wieder gefragt. Das dürfte jetzt relativ einfach sein. Oh, die zieht die Kappe nach hinten, jetzt wird's ernst, ey. Das dürfte relativ einfach sein. Das müsste. Können wir uns darauf einigen? Ich buzzert mal bitte am Anfang noch nicht. Ich sag euch ab, wann der Buzzer freigegeben ist, okay? Weil ich würde vermeiden gerne, das hatten wir vorhin schon, dass sich das vor das Ding schiebt. Ist von mir schlecht designt. Der Buzzer aktiviert sich leider mit Zeigen der Frage automatisch. Ich mache ihn dann manuell wieder aus und erst dann könnt ihr buzzern, okay? Nächstes Ding. Also wir sollen erst buzzern, wenn erst der Vote durch ist. Ihr könnt gar nicht. Ja, beziehungsweise die ersten paar Sekunden nicht, weil ich brauche immer ein bisschen, um den manuell wieder auszumachen. Der aktiviert sich von selber. Ich sag euch dann, wenn es losgeht. Okay? Hier, Christian, okay. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gut, okay, lieber Chat, macht euch bereit. Los geht's. Ab. So, buzzer ist aus. Überlegt. Ich sehe auch übrigens gerade, ich kriege diese ganzen Alerts Scheiße. Mal doppelt. Also, lieber Chat. Mein Buzzer geht nicht. Kann man schon ich weiß. Nein. Ich sag euch, wann's geht. Das meinte ich eben. Ich hab'n ausgemacht. Nachfragen. Weil, wenn ihr jetzt buzzert, dann schiebt sich das leider über die unterste Reihe und ich möchte, dass der Chat die ganze Votingzeit über alle 6 Objekte sieht, damit die eine Vorstellung haben, für wen sie voten sollen. So, ihr könnt buzzern in 3, 2, 1, freigegeben. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Anni. Die Antwort ist mir nicht sicher. Wollt ihr meine Baller-Antwort oder wollt ihr wirklich was krasses hören? Ich meine die Baller. Ich gehe davon aus, also pass auf, meine Logik ist das, ihr würdet alles sagen Angela Merkel. Aber das ist es nicht. Nee. Wahrscheinlich würdet ihr alles sagen Angela Merkel, was eine Frau ist. Aber die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, welcher Politiker länger im Amt war als hier und da. Und das weiß ich nicht. Wow, okay, dann gebe ich dir noch 10 Sekunden zum Entscheiden, Andi. Ich glaube, Lukas ist auch tricky, der würde es nicht so einfach machen. Und wenn ich jetzt mal Sachnamen, Christian Wolf. Okay. Christian Wolf. Deine Begründung habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Sag was mal bitte. War der denn nochmal? Naja, weil meine Begründung Fesli? War. Nein, meine Begründung war, Angela Merkel ist ja offensichtlich eine Frau. Ja. Danke für die Bestätigung. Und ich glaube, du würdest das nicht so einfach machen. Du würdest jetzt irgendwie denken, wer war denn länger Bundeskanzler, Kanzlerin als der andere so? Zack. Und da muss man die Amtszeit berechnen. Und ich weiß es nicht. Und du meinst, Christian Wulff war am längsten Bundeskanzler? Nein, am kürzesten. Am kürzesten? Der war. Warte. Also, ich will was sagen, aber ich darf es auch nicht sagen, ne? Ich will was sagen. Aber Vince, sag es. Vince, sag es. Also, ich.
ich meine, Christian Wulff war niemals Bundeskanzler. Richtig, ja. Genau so ist es. Ja. Christian Wulff war niemals Bundeskanzler. Andi, du kriegst die Kunde trotzdem. Aber Christian Wulff hat die kürzeste Amtszeit, ist richtig. Heimlich. Ja, richtig, Mina. Stimmt sogar, weil er halt nie Bundeskanzler war. Er war Bundespräsident. Das ist was anderes. Also von daher, auch deine Herangehensweise, Andi, ist richtig. Es stimmt. Christian Wulff hat die kürzeste Amtszeit, nämlich null. Ich war tatsächlich Ludwig Erhard, hab ich so, ist Ludwig Erhard von mir gehört, Christian Wulff, aber der war Präsi, das kann nicht sein, ah fuck, ja. Ich weiß es nicht. Also. Ja. Ja, ja, genau. Und ich war einfach nur so, ja, Angela Merkel, das ist die einzige Frau. Alter, ah, ja. Nee, ich kann nicht drücken. May, damit verlierst du halt leider Gottes deinen Scheiße, jetzt fehlt mir das Wort. Ja. Wie heißt das? Dein Vorsprung? Mein Gott, ey. Boah. Voting ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe das Gefühl, die viele glauben nicht, dass Vince hier was reißt. Zumindest entnehme ich das dem Voting. Das ist halt so. Also einfach durch die Zahlen schon Kompetenzabspruch. Gut. Aber das ist doch so, dass wenn weniger Leute für dich voten, dass das ja, aber ich hab hier keine im Endeffekt Punkte. Besser ist. Ja, für dich ist es besser, natürlich, klar. Aber wenn du dich halt als zu fähig erweist, sag ich mal, dann werden die Leute nicht für dich voten. Die Leute, die uns mögen, dass die uns voten. Nee, die voten dann die anderen. Damit ja, klar, natürlich. Klar, sicher. Ja, deshalb, das heißt ja nicht, dass Vince und dich... Nein, ich meine damit, nein, das habe ich auch gar nicht, habe ich falsch ausgedrückt. Wovon ich sprach, ist, dass dieses Voting dafür steht, dass Vince sehr viel, dass nicht daran geglaubt wird, dass er das holt und deswegen nicht irgendwie andere auf ihn schießen, damit er wenig Punkte kriegt. Das meinte ich jetzt. So meinte ich das. Ja, der Underdog, weißt du. Ja, das kann ein Move sein. So, nächstes Ding. Leute, nur mach doch mal. Ja, Entschuldigung, Vince, das ist doch deine Chance. Genau, so sehe ich das auch. Alles gut. Gut, machen wir weiter. Nächstes Panel. Buzzen noch nicht, bitte, wie gesagt. Wir warten erst das Voting ab. Boah, ich riskiere es einfach. Achso. Ja, noch nicht, sorry. Wie gesagt. Wir warten erstmal. Das habe ich auch schlecht geplant. Ich hätte es eigentlich anders machen sollen. Aber müssen wir jetzt leider so machen. Ich möchte es fairnesshalber haben, dass der Chat das auch sieht. Ist auch für euch besser, weil dann ist das Voting irgendwie ausgeglichen. Ja. Digga, keine Ahnung. Ihr könnt. Ja, Alter, sag mal, ich hab den Buzzer freigegeben und instant. Du Pisser! Wollen wir nochmal? Wir können auch nochmal von mir aus. Lass nochmal machen. Okay, sag, pass auf, ich mach einen Countdown. 3, 2, 1, go. Gut, Andi, du wolltest das nochmal machen. Alles klar. Soll ich? Ja, sag. Soll ich? Sag. Johnny Depp ist der Maulwurf. Johnny Depp ist der Maulwurf, warum? Johnny Depp ist kein Actionstar. Okay. Tatsächlich stand das auch gerade genauso im Chat. Es, glaube ich, diese Definition liegt ein bisschen, variiert ein bisschen nachdem, ob du Fluch der Karibik als Action zählst oder nicht. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen, aber ich habe tatsächlich mit Leuten schon gesprochen, die gesagt haben, ja, würde ich machen, würde ich tatsächlich zählen. Also ist die Frage, ne? Also ich meine, im Vergleich zu einem Bruce Willis und zu einem Brad Pitt und Tom Cruise und Daniel Craig ist das schon, also da ist schon, da, die haben schon mehr Action auf dem Buckel, weißt du, was ich meine? Deswegen, ja, ich weiß, was du meinst, ja, und ich weiß nicht... Ja, okay, ja, okay. Also wie gesagt, ja, okay, ich glaube, du merkst an meiner Art schon, es ist leider... George Clooney hat auch schon ein paar. Ist auch nicht die Begründung, ist auch nicht der Maulwurf, nein. Oh, shit. Andi. Bitte sag jetzt erstmal einen Namen, Bruce, Bruce, baby. Nein, Bruce. Bruce Willis ist der Einzige, der keinen Oscar hat. Oh, scheiße. Ah. Also, das ist zweifelsohne korrekt. Aber es ist wieder so eine spielt kein Billard-Geschichte. Ist leider nicht der Grund und da muss ich auch nicht der Mann. Was? Boah, Digga. Was? Schade, es war strong. Ja, es war sehr strong, aber deswegen ist er halt leider nicht der Mann. Das ist ja das Blöde. Sonst wäre es ja ein stinknormaler Quiz. Gerade war noch die Oscars. Ich dachte, du hättest die Frage. Oh. Oh, shit, warte mal. Wer ist denn Daniel Craig? James Bond. Ach so. Ich sage auch so viel, es gibt für dieses, kann ich jetzt sagen, ich werde es aber noch nicht sagen, es gibt zwei Claims, die den Maulwurf enttarnen können, die mir bekannt sind. Der eine stand gerade schon im Chat, den habe ich schon gelesen. Oh, den zweiten jetzt gerade auch, glaube ich, oder? Nee, noch nicht ganz. Daniel Craig hat nie eine Kaffeewerbung gemacht. I don't know.
Damn, das stimmt. Daniel Craig hat nie eine Kaffee-Werbung. Tom Cruise auch nicht. Tom Cruise hat auch nicht. I don't know. Also, wenn das jetzt richtig ist, Andi, kriegst du immerhin nochmal 3 Tokens und hast damit immerhin 4, also 80% deiner Punkte. Daniel Craig hat nie eine Kaffee-Werbung gemacht. Hat Johnny Depp jemals Kaffee-Werbung gemacht? Nee, der hat Parfüm-Werbung gemacht. Bruce Willis doch auch nicht. Bruce Willis doch auch nicht. Dior. Sauvage, genau. Also, die Begründung kann ich jetzt schon sagen, ist Quatsch. Also, sorry, aber die Antwort ist richtig. Der einzige James Bond. Nee, tatsächlich ist die Antwort korrekt. Daniel Craig ist der Maulwurf. Ja. Hä? Warum? Also im Chat, der Chat hat mich gerade tatsächlich auf was gebracht. Weil, das hatte ich gar nicht bedacht, aber das schreibt ihr jetzt auch hier mehrfach gerade. Daniel Craig ist tatsächlich, das war aber nicht mein Claim ursprünglich, aber es passt auch tatsächlich. Der ist Brite. Der ist Brite, richtig. Er ist der einzige Brite von den 4, von den 6. Das ist aber nicht der Claim gewesen tatsächlich, muss ich sagen. Das war nicht der Claim, sondern der Claim war um einiges mieser, aber den finde ich fast besser, den hätte ich nehmen sollen. Der originale Claim war tatsächlich ich habe sogar amerikanische Schauspieler geschrieben, ich Vollidiot. Also es stimmt ja noch nicht mal. Sind ja nicht mal alle amerikanisch, Daniel Craig ist Brite, ist vollkommen richtig. Aber dann sagen wir, okay, dann sagen wir englischsprachige Schauspieler, weil das meinte ich damit, ja. Im Alter über 60. Und genauer gesagt sogar 60 bis 69. Das Alter zählt. Und John Cruz, ist nicht auch ein alter Sack? Eigentlich deswegen sagte ich gerade, irgendwer im Chat hat gerade irgendwas sowas geschrieben, wie alt ist Daniel Craig? Also habe ich gedacht, ihr seid auf einer heißen Spur, Freunde. Digga, das ist schon fies mit dem Alter. Ich kann es euch sagen, Brad Pitt und Johnny Depp sind beide 60 tatsächlich, George Clooney ist 62, Tom Cruise 61, Digga. Bruce Willis 68 und Daniel Craig 56, der ist noch in den 50ern. Aber dementsprechend. Daniel Craig ist auch der Einzige, der wirklich, also der war, glaube ich, obdachlos, ne? Und der ist von 0 auf 100 jetzt. Habe ich auch gehört. Jetzt fühle ich mich an. Ja. Bruce Willis ist in Deutschland geboren. Echt? Wusste ich gar nicht. Vincent Kratz auch schon. Wusste ich gar nicht. Ich hatte das. Ja, klar. Daniel Craig hat Wodka-Werbung gemacht. Ernsthaft? Daniel Craig? Wer ist denn Daniel Craig? Craig. Das könnte von mir sein, Craig. Okay, ihr Lieben, schauen wir mal aufs Voting. Schauen wir mal aufs Voting. Wir haben 2 Leute mit gleichem Voting tatsächlich. Feldi und Anni haben beide 38% gekriegt. Allerdings kriegt Andi nochmal 40% davon mehr. Aber guck mal, May und Vince, ist ganz gut, dass ihr relativ wenig habt, weil ihr habt auch die wenigeren Prozente und dadurch kriegt ihr anteilig nicht so viele Punkte weniger als die anderen. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Schau mal her. Vince, du hast Feldi überholt. Schau mal. Nice. Strong. Ich bin auch so kacke in dem Game gerade. Aber ey, Alter. Aber es sind ja auch Begründungen, so kleine Unterschiede, ey, mit dem Alter. Es wird, die Begründungen, das macht halt das Spiel so schwierig. Ich wollte jetzt nicht noch ein stinknormales Quiz-Game daraus machen, weil sonst wäre es halt wieder nur eine Fragegeschichte gewesen. Ja, weil muss man halt auch nochmal ums Eck denken und es gibt halt immer auch so ein bisschen Luck. Ist auch ein bisschen RNG-based auch teilweise. Gut. Ist hart. Ja, und jetzt wird's sehr spannend. Achtung, Chat, es geht los. Noch kein Buzzern, bitte. Buzzer ist noch. Ah, fuck! Vince holt auf, ja, wirklich, ne? Boah, ich weiß nicht, Alter. Soll ich oder soll ich nicht? Nein, das passt nicht. Doch, doch! Ah, nee, doch nicht. Ah, fuck! Okay, 3, 2, 1. Oh! Fertig. Osmium ist kein Metall? Doch! Ach! Ich wusste es, ey, dass das nämlich ein Trick ist. Das Wertvollste. Platin, das Wertvollste, I don't know. Platin das Wertvollste. Ist das noch so? Eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht, wie die Preise sind. Gold, Platin. Platin ist nicht der Maulwurf. Oha, was? Wenn ihr jetzt noch einen falsch enttarnt, dann gebe ich euch den Claim. Der Chat hat's. Andi. Silber und Gold. Gold ja, ist nur eins. AU, ne? Nein, warte. Nein, das ist meine Erklärung. Stopp. Okay. Ja, alles gut. Gut, dass du sagst, weil wenn ich einmal einlogge, kann ich das nämlich nicht mehr entloggen. Deswegen. Nein. Gold ist Aurum, ne? AU, glaube ich, im Periodensystem. Silber kenne ich auch. Kupfer kenne ich auch. Nickel kenne ich nicht. Nickel.
Nickel, sagst du? Weil du es nicht kennst. Ich kenn's dein... nicht. Ich kenn's nicht. Also hast du noch nie das Periodensystem wahrscheinlich. Andi, hast du noch nichts vom Begriff Nickelbrille gehört? Nee. Echt dich? Ich kenn nur Nickelback. Wow, okay. Aber tatsächlich, das ist spannend. Wenn Nickel also, stimmt, ja? wenn Nickel stimmt, will ich noch ein Gas raushauen, okay? Ist Kupfer Edelmetall. Moment, also Moment, was meinst du, wenn Nickel stimmt, so nach dem Motto, wenn Nickel der Maulwurf ist? Dann glaube ich, weiß ich die Begründung warum, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, okay, also ich sag jetzt so schon so viel, der Chat weiß es schon tatsächlich seit direkt nach dem Voting, also die haben es sauschnell rausgefunden. Okay. Nickel ist von denen tatsächlich, ist absolut richtig, ist der Maulwurf, ja? Ganz yes, genau so ist. Aber was? Natürlich nicht, weil Andi es nicht kennt, sondern jetzt, ja, Feldi. Ich kenn's halt. Ist es, weil es eine Legierung ist? Edelmetall? Nee. Nickel ist auch keine Legierung. Edelmetall ist ja nicht Kupfer. Nee, doch, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, Nickel ist keine Legierung. Ich hab das irgendwann mal gelernt, aber ja. Oder? Das muss jetzt jemand anders wissen. Das wissen vielleicht Leute im Chat besser. Ich hab das irgendwann mal gelernt, aber ich weiß es trotzdem nicht, weil ich hier steht aber gerade, look at this Legierung. Aber ich brauch tatsächlich nur hier eine Nachricht vorzulesen, die ich mehrfach schon gelesen habe. Die legitime Begründung ist tatsächlich, Nickel ist kein Edelmetall. Scheiße, ich wusste es, Alter. Ich hab's mir gedacht. Fuck! Ich dachte Kupfer, ich war bei Kupfer nur nicht sicher, ne? Ich hab gesagt, ey, Kupfer, ist das Edelmetall? Ich weiß es nicht, ne? Deswegen, das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Ja. Weil das ja viel wert ist, oder nicht? Ja. Ich wusste einfach, Nickel ist kein Edelmetall. Das Gemeine an der... Kupfer... Ja. Vince? Fuck. Nee, Kupfer, da war ich mir nicht sicher, weil ich dachte, oh, Kupfer ist in jedem Draht drin, ist also nicht so Edelmetall oder so. Ja, also das Ding ist, traditionell wird es auch nicht als Edelmetall gewertet. Ich habe das extra nochmal recherchiert, weil ich mir da auch nicht sicher war. Aber tatsächlich, anscheinend, ich bin kein Chemiker, da haben wir andere Experten vielleicht hier gerade heute Abend Krass. Da. Aber Krass. Tatsächlich gilt es rein chemisch als Edelmetall, nur Nickel nicht. Heftig. Hier hat auch gerade jemand noch geschrieben, Nickel löst Allergien aus. Nicht. Absolut. Genau, ja. Ja, genau. Deswegen klauen sie es auch von Baustellen, ja. Ja, nur wie neulich. Ja, Nickel und ich sind sowas wie Werwölfe mit Silber. Ja, guck mal. Einen Werwolf kannst du mit Silber vernichten, geklaut, eine Lisa mit Nickel. Kupfer wird geklaut, ja, ganz viel. Ist ja auch im Preis gestiegen, wahnsinnig. Das habe ich mitbekommen. Ja. Guck mal aufs Voting, ihr Lieben. Weil Andi, es kriegt keiner 100% diesmal. Andi kriegt das meiste wieder. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, May und Andi, ihr seid in dem Spiel wirklich Vorreiter, ne? Und, wir gucken mal. Wir schauen aufs Voting. Leider Gottes haben das viele vorausgesehen und gönnen dir nicht so viel. Leute glauben nicht mehr an mich. Kann halt gut sein, dass du jetzt... Nee, es wird sogar ganz sicher so sein, dass du weniger Punkte kriegst als May. Nee, oder? Egal, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ja, okay, ähnlich viel habt ihr bekommen zumindest. Oha. Oh, Vince ist aber gut hochgezogen tatsächlich. Danke, Leute. Vince ist gut hochgezogen. Was sagst du zu meinem Punktestand, Andi? Ich lade euch zum Geil, Essen ein. Achtung! Hast du das gescriptet? Achtung! Die Begründung ist immer so suspekt. Achtung! Ja, die Begründung. Ja, wenn es das Naheliegende wäre, May, dann wäre es ja auch zu leicht. Achtung! Nächste, jetzt hier, Masun, nicht verpassen. Jetzt geht's los. Ich bin mir nicht sicher. Fuck. Nicht sicher. Ich habe auch was, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich hab da eine Ahnung, aber ich trau mich nicht. Ihr müsst euch trauen. Das ist Ziel vom Spiel. Ihr müsst euch trauen. Ja. Trau dich. Aber das ist dein Moment. Nee, nach dir. Ey, ich lass dir den Vortritt. Ganz ehrlich. Buzzing freigegeben in 3. Aber es ist wie genau in der Schule. 1. Jetzt. Feldi. Ungarn ist in der EU. Oh. Ist, war das eine Frage oder ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Hey, was ist mit Monaco? Wollte gerade sagen, ist denn Monaco nicht auch in der EU? Ja. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach gedacht, okay. Ja, ist es. Okay, also Kasachstan ist auch in der EU. Oh, ach so, okay. Echt? Ja. Nee, Kasachstan? Echt? Nee, Quatsch, Ungarn ist auf jeden Fall auch in der EU. Ja, nee, Monaco, ja. Entschuldigung, mein Gott, sag mal, jetzt bin ich ja selber bescheuert. Also, Ungarn ist auf jeden Fall nicht der Maulwurf. Oh. Vince. Ich sag Monaco, weil Monaco
ist doch eine Stadt, Ortschaft, also wie Kasachstan, Syrien, Belarus, Andorra. Also meist kein Land, sondern ist eine Stadt. Ja, gemeint, sorry. Ja. Okay, Monaco ist nur leider genauso weit wie Luxemburg, ist ein Stadtstaat. Also ist auch nicht der Maulwurf. Oh, ne? Fuck! Alter. Also die Begründung war halt auch nicht richtig und ist auch nicht der Maulwurf. Ich sag ja nicht, dass das falsch ist, weil die Begründung nicht stimmt, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht der Maulwurf. So. Wenn noch eins wegfällt, sage ich euch den Claim. Aber ich sag mal so, Vince war... naja, wobei... Nee, ihr wart alle beide gleich ähnlich weit weg mit der Begründung. Tatsächlich. Setzen 6 Vince steht hier gerade. Scheiß drauf. Okay. Ab, der Chat hat's. Vince. Andorra, hätte ich gesagt. Andorra, warum? Weil es nicht im Osten liegt. Weil es nicht im Osten liegt, okay. Geografisch gesehen Nahost. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, okay, der Chat hat's. Ich habe auch noch einen Guess, aber ist vorbei jetzt. Ja, nee, ist noch nicht vorbei. Wenn's jetzt nicht, wenn das nicht der Maulwurf ist, dann bitte kurz nicht buzzern, Gott. Weil dann sage ich euch den Claim. Oder Balkan, hat nichts mit Balkan zu tun, Andorra. Ich mach mal gerade den Buzzer aus. Ich weiß nicht, ob er gleich automatisch wieder angeht, aber lasst mich erst euch den Claim sagen und dann aktiviere ich ihn mit 3, 2, 1, okay? Andorra ist nämlich nicht der Maulwurf. Ah! Und ich sage euch jetzt den Claim. Der Claim lautet, es geht um Länder auf europäischem kontinentalen Grund. Verstanden? Länder auf die Territorium auf europäischem Grund haben. Das muss auch nicht vollständig sein. Solange sie europäische Kontinentalplatte berühren, gelten sie in dieser Liste. Und eines davon ist das nicht. 3, 2, 1, Freigabe. Oh, Andi. Meiner Meinung nach ist Syrien nicht auf dem Ding hier. Auf Syrien der Platte. Nicht auf der Platte. Ja. Im Chat ist auch gerade die Frage, seit wann liegt Kasachstan in Europa? Komme ich gleich zu. Syrien ist auf jeden Fall 100% Asien. Genau so ist es. Ist der Maulwurf. Sehr gut. Lieber Chat, ich wollte Syrien sagen. Lieber Chat. Guck doch mal bitte auf die Ländergrenzen in Google Maps. Ich habe es extra auch nochmal geprüft. Es gibt einen kleinen Fitzel von Kasachstan, der auf europäischer Kontinentalplatte liegt. Und dadurch ist es nämlich... Das war schwer. Ich habe auch Kasachstan genommen. Natürlich. Wir gehen auch weiter hinter. Ne? Wir haben fortgeschrittene Fragen, die werden auch schwieriger. Boah. Ich wollte tatsächlich Syrien sagen mit der Begründung, kein sicheres Herkunftsland. Aber, Okay. Aber spannend. Ja, das ist fies. Ich weiß. Es sind manchmal, aber das ist das Einzige, was in der Form mies ist, glaube ich, oder? Weiß gerade nicht. Aber wie gesagt, ich kann eure Verwirrung verstehen, das haben mich tatsächlich alle gefragt. Zu 5%, genau. Richtig, Gottliches, das hast du genau richtig geschrieben. Zu 5% ist Kasachstan in Europa. Aber halt eben, es ist in Europa. Syrien halt gar nicht. Ne? Schwierig, genau. Ja. So, gucken wir mal, ihr kriegt alle Punkte. Schauen wir mal aufs Voting. Diesmal haben wir keine zwei gleichen Stände. Andi ist natürlich irgendwie gerade so ein bisschen der Aggressor, habe ich das Gefühl, weil zu weit vorne, zu viele Punkte dementsprechend und holt einfach auch zu viele Runden, wa? Ich muss mal ganz kurz um die Ecke. So. Ich kann auch eine Runde aussetzen. Nee, komm, das machen wir nicht, oder? Oh, der hat einen Höhenflug, der Herr. Ja, das machen wir nicht, oder? Ja, der flext gerade ein bisschen weird hier so. Hä? Also musst du jetzt, Moment, musst du jetzt ernsthaft denn? Gehen, oder? Wir spielen doch hier, um Spaß zu haben und nicht um zu gewinnen, oder? Hä? Die Runde aussetzen. Jetzt musst du wirklich kurz gehen, oder? Scheiße. Ja, ich müsste mal ganz kurz um die Ecke. So. Ich bin, okay, ich alles klar. Zu viel getrunken. So. Okay. Können wir kurz? Ja, wir machen. Dann mache ich das auch. Bis gleich. Sag mal. Das Problem ist, wisst ihr, was das Problem ist? Während wir in-game sind, kann ich halt auch nicht auf diesen großen Bildmodus wechseln. Geht nicht. Ach so. Das habe ich extra blockiert. Da musst du jetzt den Chat vorlesen. Ja, kann ich. Werbung! Ach, geil. Soll ich mal Werbung machen gerade? Ganz ehrlich, ich kann das doch auch manuell triggern. Dann lass mich das jetzt mal triggern, dann kommt es gleich nicht von selber. Ja, mach Werbung rein, oder? Leute, ganz ehrlich, lieber jetzt als nachher mitten im Game irgendwann zwischendurch. Sind wir mal ganz ehrlich, oder? Ja, mach mal jetzt. Ja. Es passiert eh nichts. Streammanager. Bin, zeig deine Füße nur. Nee, lass mal bitte. Nicht bei mir. Ist auch eine Spaßbremse, ne, Lukas? Aber echt, also nochmal, Lukas, ey, Props nochmal, mega Props. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Super Game. Freut mich. Auch, es ist halt nicht so. So, machen wir mal.
Ich bin selber tatsächlich ein bisschen gewohnt, so, dass es, ja, dass Games halt ein bisschen einfach sind. Ne? Das hier ist nochmal ein anderes Level. Da muss man ja doch schon wirklich. Das ist was ganz anderes. Echt um die Ecke denken. Ja, freut mich. Mega. Genau. Weil ich muss auch sagen, weil tatsächlich denke ich dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Und dann ja, sind jetzt die Games halt leider doch so einfach. Und hier ist es eigentlich genau richtig. Das ist genau das richtige Level. Freut mich. Ich finde find ich auch super, super, super. Schwierig tatsächlich beim Designen der Games abzuschätzen, wie gut das funktioniert. Weil klar kenne ich als Designer meiner Spiele die Sachen am besten, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, da habe ich durch das Designen von Klassenarbeiten ein bisschen Erfahrung gewonnen, dass man halt auch irgendwie versucht zu abstrahieren, wie sehen es andere, was ich hier gerade mache, obwohl ich die Aufgaben kenne. Das ist auch so eine Sache, ja, genau. Gut, ich glaube noch 18 Sekunden Werbung. Ich mach mal eben den Chat auf. Ich will den Chat lesen, sorry. Warte. Warte, das. Achso, das ist eine Krankheit, ich muss das. Tut mir Dankeschön. Leid. Dankeschön. Hast du Hände gewaschen, Andi? 10 Minuten, ich habe noch nur 30 Sekunden, oder habe ich. Scheiße, ich bin auf 1 Minute geklickt. Sorry, ich wollte nur 30 Sekunden machen. Ich bin noch nicht erstmal geholt. Merkt der Bauer des Lebens, Süße, zeigt Vincent im Stream die Füße. Das ist so gut. Ey, mit Leute, Frank haben wir es heute, oder? Wer zeigt die Füße? Alter, Lukas, 10 Minuten Werbung hätte jetzt ja aber auch nicht sein müssen. Boah, 10 Minuten hast du reingehauen, oder was? Dann mache ich mir mal einen Kaffee, habe ich Sonderstatus, dass bei mir keine Werbung kommt. Hä? Hey, also eigentlich... Nee, eigentlich habe ich hab echt nicht so viel reingehauen. Ich habe eigentlich nur 30 Sekunden angeklickt. Keine Ahnung, warum da jetzt so viel kam. Naja, gut. Ist Werbung weg? Ganz kurz eine organisatorische Frage. Kann ja. Ich an, das ist so, Ich hätte eigentlich, es war ja auf 20 Uhr so angesetzt, ne? Ja. Und ich hätte einen Folgetermin gehabt. Können wir ungefähr abschätzen, wie lange es noch ungefähr geht, dass ich Bescheid sagen kann? Wir können ein bisschen Speed machen. Also, ich muss nur Bescheid sagen. Also ich sag mal so, ich habe jetzt in dem Game hier noch zwei sind es noch. Ja? Mhm. Oder drei? Ne, zwei sind es noch, glaube ich. Wir können aber auch verkürzen. Wir können nur einen machen nur noch. Und dann machen wir das nächste Spiel. Können wir auch machen, wenn du doch weg musst. Jetzt nicht wegen mir, ne? Also nein, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß, dass das. Ich habe nämlich total verschätzt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir so viel labern. Ja. Hätte ich eigentlich mitrechnen sollen. Ja, natürlich macht's Spaß. Mir macht's auch Bock. Ja. Wir können ja auch ein bisschen mit dem Chat reden. Ja, aber deswegen, also ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, Chat, wie seht denn ihr das? Habt ihr irgendwie, soll man jetzt noch eine Frage, zwei Fragen machen? Oder ich hätte sogar, glaube ich, ich sehe gerade, ich habe noch vier. Also theoretisch eine Weile gehen, aber wir haben ja noch zwei Spiele danach, das ist das Ding. Alle. Was sagt der Chat? Alle. Lebt euch aus, zwei. Alle. Volle Programm. Zwei, alle. Ich mag deine Radiostimme, Lukas. Ja, vielen alle. Dank. Vielen, vielen Dank. Wenn das hier öfter kommt, dann gerne auch kürzer heute. Achso, wenn das hier öfter kommt, dann gerne auch kürzer heute. Hast du einen OnlyFans? Ich hab Zeit. Nein, hab ich nicht, aber vielleicht sollte ich das mal anrichten. Ich hab Zeit. Okay. Oh mein Gott. Ich hab überlegt, ob ich das machen sollte. Ich finde es schon krass, Alter. Du hast schon wirklich, hast du denn, also du bist ja ein Lehrer, ne? Ja. Für welche Fächer? Musikinformatik. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre deine Hobbys. Auch, ja. Auch, ja. Okay. Jetzt wird kleinlaut, scheiße, Alter. Jetzt bin ich ein bisschen. Okay, lass uns weitermachen. Also, jetzt zeigt Andy gleich die Füße hier. Oh, Christian, danke für deine 200 Bits. Ich freue mich für das Informatik-Mathe-Only-Fans. Okay. Shit, Alter. Mach mal bitte so eine Mathe-App-Tutorial. Ich würde safe eine 1 kriegen. Aber genauso sexuell safe eine 1 kriegen. Soll ich dann sowas. Heute addieren wir. Gerade Zahlen. Oh, heute addieren wir die und nee. Ja, oder wir machen dann noch so dann Add-in, das ist dann so irgendwie so komplett verschiedene Modi. Das ist dann der, wo du mehr zahlen musst für. Ja. Und der Default-Modus ist dann so. Heute addieren wir gerade Zahlen. Boah, bitte nicht, wie anstrengend ist das? Wir. Ja, damit du zahlst, das ist ja der Plan, dass es anstrengend ist. Ja, so. Und dann, wie ist die Zahl nochmal? Also, das wäre diese beruhigende, sexuelle, steilgehende. Ja. Komm, so, das können wir mal weitermachen, weil sonst brauchst du noch länger. Hier, Feldi, wollte gerade sagen, wollen wir, wie viele, wir haben jetzt immer noch keine Entscheidung getroffen. Wollen wir? Okay. Was machen wir jetzt? Entscheidet ihr. Weiter. Na ja, du musst sagen. Ich habe Zeit.
Ja, ich auch, aber wenn Feldi noch weg muss, wäre das doch Quatsch dann, wenn wir ihn dann jetzt irgendwie in einem Abendtermin. Es war ja auch mein Verbaseln, weil ich hatte ja ursprünglich gesagt, bis 20 Uhr circa. Deswegen. Also ich habe jetzt Bescheid dann gesagt, wir können machen, wie Feldi weg muss und dann machen wir einen Chat-Laberei. Wollte gerade sagen, wie du meinst, wir müssen noch nicht alle 7 Spiele spielen. Wir können auch nach dem 6. Schluss machen. Frag deine Frau, die spielt weiter. Mach ruhig den regulären Ablauf. Ich habe Bescheid gesagt. Nein, um Gottes Willen, fühle ich nicht schlecht. Sag du, weil es ist ja mein Verbaseln. Ich habe mich ja zeitlich verschätzt. Also sag du bitte auf jeden Fall, wenn es nicht mehr geht, okay? Denzi, vielen Dank für deine 100 Bits. Denzi. So, geile Stimme, freue mich schon auf böse. Denzi. Was? Böse Hypotenuse wird vom Chormeister berechnet. Oh, ja. Geil. Was? You'll have limited time to earn exclusive emotes. Ah, wir haben Hype Train schon wieder. Geil. Das muss aber gefeiert werden, kurz akustisch. Vielen Dank, Freunde. Das ist echt die... Guck mal, May macht schon die Party, gelandet, würde ich schon sagen. Und das reicht dann auch schon wieder. Scheiße. Okay, klar. Gut, komm, wir machen mal weiter, weil sonst stehen wir hier Spiel 5 noch Ewigkeiten. Das nächste ist... Ich habe tatsächlich gerade eben versehentlich eine Frage übersprungen. Das macht aber nichts, wir haben noch genug. Es wäre übrigens die Feuergewehre gewesen mit Komponisten und deren Lebenszeit. Die habe ich versehentlich übersprungen. Scheiß mal drauf, wir haben noch genug. Los geht's. Chat-Abstimmung startet. Bitte erst buzzern, wenn ihr Bescheid wisst. What the fuck? Hype-Train mit May ist anders wild. Ja, glaube ich. Aber ich bin nicht May. Boah, was ist das? Müsste ich mir die Haare noch färben für. Sonst kein Unterschied, aber die Haare, die machen's. Die geben's weg. So. Meine Erklärung Itras, ist einfach vielen zu dunkel. So. Buzzer freigegeben in 3, 2, 1, go. Feldi. 2008 ist die einzige Jahreszahl mit 2 Nullen. Ist die einzige Jahreszeit mit 2 Nullen. Du hast recht. Ich auch. Ach so. Aber es ist nicht immer auf. Wisst ihr, das wäre auch meine blöde Erklärung gewesen. Wäre auch meine gewesen. Ja, aber das, wie Andi hat das doch vorhin schon richtig erklärt, das wäre doch zu einfach. Das würde ich doch niemals so simpel machen. Irgendeine Meta steckt dahinter. Aber welche ist dies? Der Chat hat's auch wieder, tatsächlich. Als ob. Ja! Hier, Denzi, sorry. Ich muss das doch, ich mach das, sorry. Du kannst gerne einloggen, Andi. Und dann mache ich das kurz aus, dann mache ich diesen Reward kurz aus. Hier, Denzi, sorry, du hast jetzt 500 Schekel verballert, weil ich habe die On-Stream-Nachrichten aus hier in dem Ding, aber ich habe es trotzdem gesehen. Sag mir deine Antwort, Andi. 2036. 2036, gut. Du kannst mir kurz erklären, warum, dann mache ich fix die, dieses Ding aus. I don't know, ich bin nicht gut mit Zahlen, aber ich dachte 12, 14, 16, dann 18, überspringen 24 und dann 36 war zu weit weg. Das war irgendwie okay, du bist nach Zahlen-Pattern gegangen, ja? Ja, genau. Okay, kann das kurz wer anders ausmachen? Hier, Spaxel, du bist doch noch da, hoffe ich. Du hast doch Zugriff, du bist doch Editor. Du kannst das doch auch ausmachen, die Rewards, oder? Ich find's nämlich gerade nicht auf die... Ach, hier doch, da Rewards, da, sorry. War einfach nur blind. Ich mach's fix aus. Sorry, ihr Lieben, dass das mit der On-Stream-Nachricht, vielleicht mache ich es irgendwann wieder rein, aber das ist einfach verschwendete Punkte jetzt jedes Mal, weil ich dachte, das lenkt zu sehr ab. Jetzt lenkt es mehr ab, indem ich erkläre, dass ich dachte, das lenkt zu sehr ab. Das ist echt dumm, aber egal. 2036 ist, wenn du es jetzt eh schon weißt, dann brauche ich auch gar nicht viel reden. Es ist nicht immer offline. Hä? Dann wusste ich nicht. Pausieren können noch Mods, disablen kann wieder. Okay, ach krass, okay, danke für die Info. Ich schick's nicht. Nee. Ist da irgendwas mit Bundeskanzlerin? Keine Ahnung. Passt auch nicht so. Das ist bestimmt durch irgendwas nicht teilbar. Irgendeine Kackzahl. Nee, oder? Oder warte mal. Oh, Andi. Geht 2012 nicht die Welt unter? Wie war das mit dem Maya-Kalender? Ist das jetzt ein Login für 2012 oder? Ah, das ist so braindead von mir. Aber ja, ich glaube, woanders in diesem. Ja, Moment mal, stopp. Loggst du jetzt 2012 rein? Okay, alles klar. Jetzt kannst du noch reden, wenn du magst, oder? Ich reveal direkt. Die Welt geht unter, ich weiß es nicht. Die Welt geht unter. Ja, 2012, der Film. Nein, das ist auch. Ich dachte,
Ich dachte, 2012 wäre eine Zahl, eine Jahreszahl, die im Rahmen eines cinematografischen Ereignisses, also quasi im Kinofilm, irgendwie in Ding stand, so hier im Mittelpunkt. Oder Emmerich. Also. Genau. Auch Chat, lest euch doch mal gegenseitig. Die richtige Antwort stand schon drin. Ihr fangt euch jetzt gerade gegenseitig an zu verwirren, ihr Lieben. Mods müssten dafür die Reward Queue öffnen. Ah, okay, ich verstehe. Okay, alles klar, sorry. Ich hab's jetzt einfach mal ganz ausgemacht. Also komm, ich bleib mal bei der Sache. Ich lass mich gerade zu schnell ablenken, glaube ich. Also 2012 geht die Welt unter. Wilde Begründung ist es nicht, die Begründung. Und ist leider auch nicht der Maulwurf. Stopp, ich sag euch den Claim. Ja, bitte. Ja. Es geht... Na, wobei, eigentlich darf ich nicht... Weil, wenn ich euch sage, ist es relativ einfach. Also der Chat weiß es, wie gesagt. Es geht da um... Schön. Chat, schön. Sobald ich das Wort... Hier, passt auf. Sobald ich das Wort gesagt habe, ist der Buzzer freigegeben, okay? Es geht um Schaltjahre. Oh, nein! Ich war nervös, Aber Vorsicht, nervös. Vorsicht. Was ist das? Vorsicht. Vorsicht. Ich habe nur ein Stichwort 2000. Genannt, ne? Ich habe nur ein Stichwort 2016. Genannt. 2016? Ja. Ich habe nur ein Stichwort genannt. Nee. Wollte ich nur dazu sagen. Das war's nicht. Nee, das war's nicht. Was ist damit 2012? Was vier Jahre weg ist? Das ist richtig. Aber 2016 ist trotzdem richtig, oder? 2016 ist ein Schaltjahr. Achso. Aber das ist auch die Frage. Oh, Junge. Ich habe ja nur Schaltjahre gesagt, wa? 2016 ist das leider nicht. Oh. Andi, du kriegst jetzt zwar nur noch einen Punkt. 24? Dieses Jahr ist ein Schaltjahr. Ja, Schaltjahr. Ist es. Das ist richtig. Oha, okay. Oh. Genauso wie 2016. Und auch, warum das Schaltjahr genauso ist, wie 2036. Genauso wie 2008. Ah. Und dementsprechend, ihr Lieben, jetzt könnt ihr gerne noch, kann jetzt gerne noch jemand buzzern gerade, damit... Was? 2015? Ja, was? Aber du kriegst leider keinen Punkt. Du hast nämlich schon volle Punktzahl. Ja, 2014! Der Chat hat es die ganze Zeit schon reingeballert. Konnte ich natürlich nicht lesen, ist klar. Ist das einzige Jahr, was kein Schaltjahr ist von denen. Och Mann. No. Nein, Schaltjahr. Ich hätte aber nur immer. Oh mein Gott. Wisst ihr auch, worum es ein Schaltjahr gibt? Wegen ja. Wisst ihr das? Ich habe das erst letztens gelernt. Und Lukas, ich lasse dir einen Vortritt. Du bist der Lehrer. Erklär's mal. Ich habe das letzte erst gelernt. Also und die ganze Zeit habe ich in der Schule gedacht, so, fuck it, aber bitte. Das war doch, ich bilde mir zumindest ein, das war aus dem gleichen Grund, warum jetzt auch Sommer, Winter und so Anfang am 20. sind. Durch diese Mikroverschiebung im Jahr, in der Jahreslänge, genau. Ne? Yes, weil das ja, weil das ja in der Länge dann irgendwie nicht ganz aufgeht und du musst deswegen diesen Kompensationstag reinschalten, damit du eben wieder aufs richtige Datum kommst. Genau. Und trotzdem langt es nicht, weswegen jetzt mittlerweile der 20. der Anfang vom Frühling ist und nicht mehr der 21. Entschuldige, Andi. Nein. Nee, alles cool. Ich wollte nur sagen, wir feiern Silvester 6 Stunden zu früh. Ja, genau. Und deswegen 6 mal 4 sind 24 so. Deswegen gibt es alle 4 Jahre einen Tag eben so. Und deswegen gibt es ein Schaltjahr so. Oh, mega die gute. Wann keine WM ist, ja, okay. Weil keine. Das ist die beste Erklärung. Das wäre auch ein. Aber wäre dann nicht tatsächlich alles falsch außer 2014? War 14 WM? Ich weiß gar nicht. Hä? 54, 74, 90, dann war doch 2006, 2010, 2014 oder nicht? Das ist doch immer alle 4 Jahre auch. Aber genau halt ja, 2 Jahre weg vom Schaltjahr ist das doch immer. Das heißt 18 und jetzt 22 war doch auch wieder. Ist das 24 nicht so? Ist ein Schaltjahr. Ich bin grad, nein. Doof. Nein. 24 ist ein Schaltjahr und vor 24 ein Schaltjahr. Ja, Wissi-Didom. Sorry, ich habe das immer falsch gelesen. Wissi, ja. Ja, okay, von mir aus auch das. Das ist tatsächlich etwas, was ich aus dem Informatikstudium noch kenne. Genau diese Gleichung. Total geil. Weiter geht's. Wir gucken uns noch die Punkte an, wie natürlich. Weil, guck mal, Vince und... Ah ja, guck, das erklärt's. Vince und May haben jetzt hier 5 Punkte gekriegt. Einfach so volle Punktzahl. Ihr kriegt eure ganzen Punkte. Und ganz ehrlich, dadurch, dass sich das gerade so gegen Andi richtet, habt ihr da auch richtig schön was von. Vor allem Vince mit 95 Punkten fürs Nichtstun quasi fast. Nein, stimmt ja nicht. Du hast den gestern gegeben. Gegen Andi richtet? Was ist GG! Ja. Oh mein Gott. Leute, ich würde tatsächlich sagen, eine Frage hier machen wir noch aus dem einfachen Grund, weil es dann auch die letzte ist, danach habe ich keine mehr. Ja? Machen wir sie einfach zu und da kann sich noch was drehen. Naja. Lieber Chat, dann könnt ihr auch wieder den Chat sehen, dann machen wir wieder Talk. Lieber Chat, denkt dran, jetzt geht's los, Runde läuft. Buzzer ist noch nicht an.
denkt, ich sag, wann's losgeht. Vince hat das Spiel zur Abwechslung verstanden, schreibt Darken gerade. Sehr sympathisch. Aha. Denkt ans Voting, bitte. Also das ging an den Chat jetzt, die Info. Oh, der Winz der Punkteverschlinger. Ja, das ist die schwierigste Frage ever. Also ich hätte, hier ist auch die letzte, deswegen. Ist auch die letzte. Ist mies, okay, Alter, ist Voting mies. Ist durch. Buzzer gebe ich frei in 3, 2, 1, go. Shit, oh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sobald ich freigebe, keiner direkt reinschallert. Das ist auch ganz riskant. Halt mal rein. Jawoll. Okay, Lift. Lift, Apfelschorle gehört nicht zu Coca-Cola? Hä? Okay. Ah, ja. Lasst mich innehalten und kurz Reprise führen. Lift, Apfelschorle gehört nicht zu Coca-Cola, ist Feldys Aussage. Hä, das ist aber falsch. Dein Claim ist richtig. Coca-Cola. Oh, aber Mann, es ist nicht der Maulwurf. Jetzt wusste ich einmal was. Echt, ist Lift nicht Coca-Cola? Ich meine. Doch, ist, deswegen ist ja. Der Claim ist richtig. Er hat aber leider falsch beschuldigt. Deswegen sag ich, der Claim stimmt. Achso, okay. Den Claim haben wir jetzt instant schon. Ja. Also ihr wisst jetzt, worum es geht. Jetzt fehlt's nur noch. Geht's nur noch raus. Ja, ich. Es geht was? Übrigens auch um Marktanteile, wa? Oh Gott. Oh, ey. Meine Sau, Alter. Hätte ich doch Wikipedias lesen sollen. Andi. Oh, hätte ich das machen sollen. Ich hätte es komplett eine andere Antwort gegeben, als weil du gesagt hast, Marktanteile fürs Tee. Fürs Tee? Ja. Ist bei Coca-Cola. Das weiß ich. Das wusste ich. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich habe zwei. Ich weiß aber nicht, welches davon. Ich habe zwei. Ich hab Angst. Ich trau mich aber nicht. Nee, ich auch nicht. Der Chat ist sich auch nicht einig, tatsächlich. Ah, Scheiße. Digga, ey. Hier, ihr Lieben, ich kann euch. Das ist ein Kaffeeladen halt. Andi. Costa Coffee hat Milch im Ding, alle anderen nicht. Nee, den Claim haben wir doch schon, Andi. Ja, wir haben den Claim doch schon. Der Claim war ja Getränke der Coca-Cola Company. Den Claim hättest du jetzt nicht nochmal führen müssen. Also, Costa Coffee. Das ist spannender für euch, Also, okay, Costa Coffee. Ja, hier, guck mal, wir haben auch im Chat gerade hier, Innocent ist auch das Einzige, was ohne Wasserzugabe ist. Das ist auch richtig, ja, aber wie gesagt, wir haben den Claim ja schon. Der Claim, der steht ja schon fest. Ich find's total witzig, weil das ist halt auch wirklich schwierig. Also, Costa Coffee ist CC, Coca-Cola, leider dabei. Ja. Oh, ey, ich weiß es nicht. Bio. Das ist Wasser. Nee, das ist auch Cola. Echt? Auch, ja, Vince hat recht, Vio ist auch cool, ja. Jetzt 50-50! Ja. Oh, Scheiße. Ja, da tue ich mich nicht. Ich guck die ganze Zeit. Ah, Christian, sehr gut. Ja. Sehr gut. Andi? Bionade. Ja, das ist. Ja. Ich glaube schon. Ich lese hier, guck mal, schau mal her. Ich find's so lustig. Hier. Bionade ist sicher CC. Und direkt darüber, Bionade oder nicht? Die drunter, darunter dann. Und da drunter ist dann die Antwort von Christian Schnade. Bionade konnte nicht von Coca-Cola übernommen werden. Sie haben es nur versucht. Ey, Squad! Oh, krass! Innocent ist bei Coca-Cola? Innocent ist bei Coca-Cola. Mein Traum ist kaputt, Alter. Ich hab nur gesagt so, bitte nicht Innocent. Doch, Innocent ist Alter. Bei Coca-Cola. Ich hab auch gedacht, Innocent ist nicht da, weil die haben doch so ein krasses Marketing. Ja. Haben sie. Aber es, ja. Sie haben aber tatsächlich, kann ich euch so viel sagen, bei Innocent nicht wirklich viel mit zu tun. Da haben sie halt wirklich nur Finger drüber, aber nicht Anteile und nicht drin. Ja. Also die haben schon, wobei ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie nicht, da bin ich zu wenig tief drin. Also da gibt's vielleicht noch andere Leute hier im Chat, die mehr Ahnung haben. Ich sag nur so viel, bei meiner Vorbereitung für das Quiz habe ich gelesen, dass die Innocent-Anteile von Coca-Cola jetzt nicht so krass mega heavy sind. Ja. Aber sie haben halt trotzdem die Finger drin. Das ist genau wie diese Tencent-Geschichte mit, was war das hier, jetzt hab ich vergessen. League of ja, Wild Games? Ja, danke, genau. Ja. Ne, wo man auch immer so die Frage stellen kann. Echt? Ja, okay, ja. Wild Games, Fortnite, hört genau. Auch Tencent. Ja, Epic Fortnite Games generell, ne? Epic Games. Ja. Genau. Bionade übrigens will bis, ja, aber nur zu irgendwie so X% und die haben auch keine Bestimmungsrechte, aber sie haben halt Marktanteil, ne? Also, ich sag mal ganz fix, Bionade. So,
gehört zu Hassia, Panther, echt? Ne? Das ist echt? Bionade gehört zu Hassia? Das wusste ich gar nicht. Also es gibt die Bionade GmbH aus Ostheim vor der Rhön. Das, die existiert. Ihr Lieben, das, die Tatsache, dass May und Vince gerade so viel abgestaubt haben, hat eine Menge am Voting geändert, spannenderweise. Guck mal, jetzt ist nämlich tatsächlich Feldi am wenigsten. Ja, Feldi ist weg in the game. Ja, ja, ja. Ach hier, guck mal, Mistress Coffee, Mistress Toffifee kopiert gerade, glaube ich, was von Wikipedia oder wo rein. Bionade ist ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk der zur Hassia Mineralquellen gehörenden Bionade GmbH aus Ostheim vor der Rhön in Unterfranken. Ja, guck mal. Also Hassia, geil. Aber eben auf jeden Fall nicht Coca-Cola. Danke, Toffi. Und ihr kriegt jetzt mal schön eure Punkte. Ja. Danke. Und das Endergebnis, schaut mal, ist tatsächlich so, dass May diese Runde vorne liegt. Dann direkt krass dahinter, ganz knapp, ist Anni. Dann Vince, auch relativ knapp dahinter. Und dann ist ein riesen Platzhalter hin zu Jon. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass der in Runden vorher so vorgelegt hat, jetzt in der Runde nicht so nachgelegt hat. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, ich muss das Spiel jetzt mal, wir machen mal ganz kurz das Ding zu. Ich muss das Spiel kurz stoppen, dann muss ich das Spiel wieder starten. Jetzt füge ich kurz mal 10 Punkte hinzu, entferne sie wieder und schließe es nochmal. Jetzt müssten ja eigentlich technisch gesehen nach der Logik die Punkte stimmen, oder nicht? Wir schauen mal rein. Ja. Ansonsten sage ich sie euch. Jetzt sieht es nämlich folgendermaßen aus. Oh. Da bin ich Andi vorgezogen. Guck mal einer an. Abgerockt hier. Die Zahlen stimmen allerdings wieder nicht. Ich mache sie nochmal tatsächlich so, dass ich die nochmal zumache. Nochmal auf, hoch, runter, noch weiter zu. Weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nur die Zahlen stimmen nicht. Die Anzeige ist richtig, aber die Zahlen stimmen nicht. Da ist einfach in der Animation der Zahlen was nicht richtig. Fixe ich. Ja, das ist unser aktueller Punktestand. Ihr macht da ein relatives Kopf-an-Kopf-Rennen. Vince, fühl dich nicht schlecht, weil du da auf halber Strecke stehst. Das ist nicht so schlimm. Ja, alles gut. Es kommt ja auch noch ein bisschen was. Ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass das ein relativ angenehmes Zwischenständchen ist. Ihr habt den Chat wieder da. Hallo Katinki. Ja. Und erstmal, ich will sagen, die Mods loben. Ne? Ja, hey, auf danke auf jeden Fall. Meine Mods, die aushelft, ne? Mega cool, dass ihr da seid. Hey. Mega, mega cool, dass ihr da seid. Der Underdog. So. Andy, yay. Liegt das am Doppelkinn? Was? Auf dem Foto? Ja, ja, das ist dieses komische Ding, da, was ich da von meiner Frau geklaut habe. Ja, das ist der Gesichts-BH, ne? Der Gesichts-BH, ja. Ach, jetzt weiß ich auch, was du mit Gesichts-BH meinst. Ich dachte, oder, what the fuck? Meinst du auf dem Punktescreen hier, oder was? Ja. Ja. Jetzt check ich das erst. Ich dachte, du warst mit Gesichts-BH. Ja, ist dein Gesichts-BH. Ich habe hängende Kindler. Also. Ich muss mal gerade mein Trinken auffüllen. Ihr macht das schon, ne? Ja, yeah, wir rocken. Wir rocken. Sagt Marie. Ja. Ey, das ist aber auch schon wirklich so ein wildes Ding hier, ne? Das ist, ja. Guck mal, der Lukas, guck mal. Was hatten die im Hintergrund? Ich bin ja immer so ich jemand. Ich höre euch trotzdem ja, noch. Ja, ich weiß. Das deswegen, mal ganz kurz noch ein Shaker. Der Lukas, der liegt da, was liegt denn da bei dir in der Nähe? Was ist denn das da? Das ist wie dieses typische IKEA-Regal. Wie jeder Influencer das hat. Das IKEA-Regal, guck mal, einfach so runter. So. Das ist ein IKEA-Regal von so einem Kallax. Das ist so ein typischer Kallax. Ey, ich hab nix hier. Guck mal, der Vince, der hat die Gitarren, der hat ein Keyboard. Die May, die hat hier auch, sind das Schuhe? Nee, das sind keine Schuhe. Was? Guck mal, was ist das? Nein, ich hab Gleitgel hier. Was? Was ist denn das? In der anderen Richtung. Nein, warum hast du Gleitgel? Kann man damit malen? Kann man damit malen mit Gleitgel? Geht leider nicht. Habe ich probiert. Das ist jetzt auch so das Ding bei uns. Man kann mit Gleitgel nicht malen. Egal was für ein Medium, das funktioniert nicht. Es ist wild. Ich komme zurück, das erste, was ich höre, ist, man kann mit Gleitgel nicht malen. Mega. Was ist Gleitgel? What? Was ist Gleitgel? Es riecht nach Erdbeere. Es ist Erdbeere-Gleitgel. Hört. Ich habe noch nie mit Gleitgel gearbeitet, muss ich sagen. Ist das ein Codewort für irgendwas oder ist es das, was ich denke? Was ist es? Also. Das ist Gleitgel. Ich muss es hier abgefrickelt, weil der Chat meinte keine Schleichwerbung. Wisst ihr, was jetzt richtig der Twist wäre, weil ich gerade lese, Vince, der Gewinner der Herzen. Der richtige krasse Twist wäre, wenn ich jetzt sage, okay, eure Punkte werden invertiert. Boah, ja! Das wäre richtig gut. Noch unsympathisch. Das wäre richtig gut. Nein, das passiert nicht. So viel kann ich euch jetzt schon verraten. Das passiert nicht. Nichts gegen IKEA. Ey, wir haben letztens eine Logo geguckt über IKEA. Das war nicht so geil. Was? Ey, hier steht nichts gegen IKEA. IKEA ist voll Verbrecherverein. Findest du? Echt? Weil?
Nee, wir haben eine Doku geguckt, wie Ikea die Welt plündert. Oh. War schlimm. Oh. Wo kann man das auch gucken? Würde ich mal gerne gucken. YouTube. Okay. Auf deiner Plattform, bitte. Auf deiner Plattform. Ja, schick mir das mal, bitte. Ich dachte, die Schweden sind immer so nett. Die sind so nett. Ja, die machen coole Sachen und so und auch stylisch und so, aber das sind so richtige Verbrecher, leider. Die Hot Dogs sind ja, wer ist das nicht in dem Weltbusiness, ne? Köttbüller, jetzt hab ich Bock auf Köttbüller, ich sag euch. Alter. Ja, das heißt Köttbüller und du kannst auch neuer... Ja, boah, Entschuldigung. Ey, was machst denn du, Vince, ey? Oh, Andy, Kallax Regal aus Pepp. Hier, Andy, also mein Mod, mal nach Zahlen, Andy hat das Regal hier gebaut. Das meine weil... ich, da sind Schuhe drin. Nein, das sind Farben. Das sind Farben. Das sind Farben, die zeichnet doch. Ich bin doch Künstlerin. Oh. Ich habe hier Farben. Ah, okay. Ja, er konnte sich das nicht mit angucken, weil ich habe aus Pappe ein Regal gebaut und er ist halt Schreiner vom Beruf. Und er hat gesagt, gib mir was du brauchst. Und dann hat er das fertig gemacht. Das zeigt, es irgendwie 25 Kilo schwer. Krass, okay. Innocent hat 2021 sieht richtig schön aus. Echt? Ja, ey, das ist mit Licht und sowas. Und der hat hier richtig auch so, hier, guck mal, so Fächer für, pass auf, hier so für Pinsel und sowas. Ey, richtig feini, mit so, ne? Kannst du Pinsel reinnehmen und so? Das ist so richtig krass. Das ist so richtig krass, das Teil. Die macht gerade QVC hier so. Holt euch auch so ein Regal. Nee, das ist Maserkerze. Ich hab heute eingekauft. Ich glaube, ich muss euch die Hose präsentieren. Leute, ich hab hier diesen Mikrofonhalter. Der ist ihr könnt jetzt, mega praktisch. Ihr könnt jetzt bestellen. Euch. Die Nummer ist hier eingeblendet oder auch unten in der Beschreibung. Leute, heute also, im Sonderangebot. Ey, noch 10 Stück sind übrig. Greift zu. Also, greift ich brauche kein Ikea. Ich habe mein persönliches Kallax-Regal. Let's go. Let's go. Let's go. Was für ein Banger. Jetzt wird richtig hier rausgeholt, ey. Lukas, jetzt musst du deine ASMR. Jetzt musst du deine Voice hier einsetzen, hier, Lukas. Jetzt musst du. Sprichst du auch mit deinen Schülern so? Nein. Gut. Das war eine Fangfrage. Das war mein Spiel an dich heute. Gamified, Bro. Jetzt bist du Kandidat bei mir. Nein. So wie die Horst Schlemmer Nummer damals, ne? Mit Günther Jauch, wo der sich dann. Ich sitze hier besser. Nee, auf diesem Stuhl. Herr Jauch, darf ich mal fragen, welche Schule bist du denn Lehrer? Gesamtschule. Ja, also Gymnasial, aber ich bin Gymnasiallehrer tatsächlich. Aber die Gymnastik, genau. Nee, aber die ganzen Ausbildungsgeschichten kommen aus dem Musikstudium tatsächlich. Also da kriegst du eine Menge mit. Sollten wir das anpinnen? Bitte nicht anpinnen, Mistress. Oh Gott, was willst du anpinnen?